Guten Tag, ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge der gottlosen Type. 2015 erschien mein Buch Gottlose Type im Eulenspiegel Verlag. Seitdem war ich landauf, landab mit Lesungen und Debatten dazu unterwegs. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie geht das nicht mehr. Deshalb habe ich mich auf dieses Format verlegt. Nun ist seit 2015 viel geschehen und ich habe einen ganzen Ordner mit ungedruckten Geschichten. Ich möchte Ihnen heute eine solche ungedruckte darbieten. Sie ist überschrieben mit unverzüglich. TV Berlin ist ein privater, lokaler Hauptstadtsender. Ich weiß nicht, wie hoch seine Einschaltquote ist. Ich schätze eher niedrig. Gleichwohl bin ich im Schnitt einmal im Quartal dort Studiogast. Und jedes Mal ist es unausgesprochen eine Begegnung mit der Geschichte. Auch mit meiner. Die Sendung heißt Aus dem Bundestag. Moderiert von Dr. Peter Brinkmann. Er ist ein Moderator, obwohl er dereinst Weltgeschichte schrieb. Zumindest half er dabei, diese ad hoc zu forcieren. Das war am 9. November 1989, also noch zu DDR-Zeiten. Er war damals für die Bild bei einer Pressekonferenz des Zentralkomitees der SED. Vorgestellt wurde ein Gesetzentwurf durch den Bürgerinnen und Bürger der DDR, anders als bislang, freizügig Reisen ins Ausland, auch ins Westliche, ermöglicht werden soll. Von Bürgerrechtsbewegungen unter Druck gesetzt, wollte die SED damit wieder Oberhand gewinnen. Aber es kam komplett anders. Ein Journalist fragte, wann dieses Gesetz denn in Kraft trete. ZK-Mitglied Schabowski antwortete darauf die später viel zitierten Worte: Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich. Unverzüglich strömten daraufhin Berlinerinnen und Berliner aus der einstigen Hauptstadt der DDR zur Berliner Mauer und begehrten massenhaft Ausgang gen West-Berlin. Damit begann das Ende der deutsch-deutschen Teilung. Die wurde übrigens, was in der dominierenden Geschichtsschreibung gern ausgeblendet wird, nicht erst mit dem Mauerbau 1961 durch den Osten vollzogen, sondern bereits Ende der 1940er Jahre vom Westen her forciert. Aber das sei hier nur angemerkt. Zurück zu dieser Episode. Der Journalist, der Schabowski seinerzeit das Weltbewegende sofort unverzüglich entlockte, war Peter Brinkmann. Soweit meine heutige ungedruckte Episode aus der gottlosen Type. Ich hoffe, bald treffen wir uns wieder persönlich und lesen Episoden aus dem Buch und neue Episoden, die das Leben schreibt. Und vor allen Dingen, wir sprechen wieder miteinander.